Die Cembalo-Musik von Johann Krieger ist heute wenig bekannt und selten gespielt. Mit meiner neuen CD-Einspielung 6 musikalische Partien möchte ich etwas mehr Aufmerksamkeit für diese schöne und eindrucksvolle Musik wecken. Bei Johann Krieger ist eine Allemande nicht nur ein lyrisches Stück, es klingt vielmehr wie ein Gespräch oder ein Dialog. In dieser auf den ersten Blick schlichten Musik habe ich mehr tieferen Inhalt entdeckt, als ich erwartet hatte. Eine Fantasie in C-Dur überrascht mit verrückter Chromatik und bizarren Läufen. Von den französischen Lautenisten hat sich Krieger den Stil Brisé oder Luthé abgeschaut. Eine raffinierte Technik, mit gebrochenen oder zerlegten Akkorden umzugehen. Lautenspiel wird auf das Cembalo übertragen. Einzelne gezupfte Töne kommen mit Verzögerung und bilden eine eigene Polyphonie. Dieses Menuett in A-Moll, vielleicht das bekannteste Stück von Johann Krieger. Ich habe für mein CD-Programm eine bestimmte Dramaturgie gewählt. Ich habe kleine Präludien aus der anmutigen Klavierübung zwischen den Suiten eingefügt. Sie bringen einen Kontrast zu den Suiten. Hochexpressive, kleine Meditationen. Der Notentext ist nur ein Ausgangspunkt für die Musik, ähnlich wie eine Karte für unsere Orientierung. Die Schönheit der Musik entsteht eigentlich zwischen den Noten. Sie füllt den freien Raum aus und das ist schön für mich, das etwas freier zu spielen und besonders das Risiko einzugehen. Ich finde es reizvoll, bis an die Grenze zu gehen. Und dann kurz vor dem Absturz ist es am allerschönsten. Dort findet man das Wunder der Musik.